Herzlich willkommen zu unserem heutigen Videopodcast 7 Fragen, 7 Antworten. Zu Gast heute bei mir Michael Heller, Partnermanager bei der Firma Eagle. Seit 3 Jahren bist du in dieser Position, hast du mir vorhin erzählt. Michael, womit beschäftigt sich die Firma Eagle konkret? Ja, hallo, also danke, dass ich heute hier sein darf. Mit was wir uns beschäftigen. Eagle per se ist in dem Sinne ja eine Begriffszusammensetzung aus intelligente Gesamtlösungen. Von dem Aspekt her auch eigentlich groß geschrieben. Ja. Das Eagle-Tier ergänzt unseren Firmennamen dann mit dem Logo marketingmäßig. Aber wofür steht Eagle eigentlich? Es ist fast 21 Jahre Marktpräsenz und Anbieter für einfaches, zentrales und sicheres Endpoint-Management und das Ganze zu 100% channel-orientiert. Okay. Und womit beschäftigt ihr euch aktuell? Was sind so die aktuellen Themen? Hat den Ursprung vom klassischen Server-Based oder Remote-Computing unter Verwendung von schlanken Endgeräten oder besser bekannt SIM-Clients. Fokussiert sich Eagle heutzutage immer stärker auf das Thema der hardwareunabhängigen und nachhaltigen Einsatz von Endgeräten, ja, sodass Unternehmen in der Lage sind, hier bestehende oder aber auch refurbished Endgeräte weiter zu nutzen und vom Nachhaltigkeitsaspekt her noch einmal betonen, eben den Lebenszyklus zum Verlängern und aber auch, wenn neue Geräte gefordert sind, hier beispielsweise eine bestimmte bevorzugte Marke einsetzen können. Und das heißt, umso wichtiger ist es in dieser heterogenen Hardware-Landschaft hier ein zentrales Client-Betriebssystem bereitzustellen, das dann sicher und zentral verwaltet werden kann. Mhm. Jetzt wollen wir mit unserem Format 7 Fragen, 7 Antworten einen gewissen, sage ich mal, Österreich-Fokus oder zumindest Dachfokus reinbringen. Welche Lösungen siehst du konkret oder werden in Österreich platziert? Ja, da setzen vor allen Dingen viele Unternehmen bisher auf die lang bewährte Hardware-Marke Eagle, ja, um so gesehen eine Gesamtlösung für den klassischen SIM-Client-Arbeitsplatz aus Eagle Software und Hardware abzubilden. Vielmehr geht es in die Richtung, und das ist ganz klar hervorzuheben, das Betriebssystem, das Eagle OS und unser Management über die Eagle UMS-Konsole, die Kernkomponente war und auf die wird sich heutzutage immer mehr konzentriert. Ja. Und warum, deiner Meinung nach, wird konkret dieses Produkt oder diese Lösungen eingesetzt? Also das muss noch mal ein bisschen am Punkt bringen. Ich glaube, wie anfangs erwähnt, 21 Jahre Marktbeteiligung spricht für sich. Ja. Wir haben ja unseren Ursprung in Deutschland. Wir sind von dem her auch Made in Germany oder German Engineering, auf das sehr viele Unternehmen auch Wert legen und sich heutzutage noch berufen können. Ja. Grundsätzlich, wir sind ein Linux-Betriebssystem, das heißt per se sicherer als lokale Windows-Installationen. Mhm. Warum? Wir haben grundsätzlich einen modularen Aufbau, indem wir einfach die Angriffsfläche für Hacker auch reduzieren können. Wir haben ein Read-Only-System, wir haben keinerlei lokale Daten gespeichert. Wir haben sehr viele Partnertechnologien integriert mit unserem Ready-Programm. Das geht über von den VDI- und DAS-Anbietern bis hin zu Security-Tools und Collaboration-Solutions und alles. Ja. Aber auch sehr viele Peripherie- oder Endgeräte, die hier zertifiziert sind. Mhm. Was sind so da traditionell eure Märkte? Wen adressiert ihr? Drüber oder, also oder gibt es so Spezielles? Eagle Technology ist mittlerweile weltweit groß aufgestellt mit mehreren Standorten. Ja. Wir sind nahezu in jedem Geschäftsfeld oder Branche tätig.
Sehr stark hier im Office-Bereich, um eben den virtuellen Windows-Desktop zum Adressieren und den Zugriff zu gewähren. Aber auch im Retail oder im Healthcare-Market sind wir unterwegs. Ja. Ein anderes Beispiel wäre, wir sind auch in Produktionsstätten bzw. in Logistikzentren vertreten. Hier ist beispielsweise das Augenmerk, um Maschinen den sicheren Zugriff auf die entsprechende Steuerung zu ermöglichen. Und hier ist von großer Wichtigkeit, dass beispielsweise über USB-Ports auf den lokalen Endgeräten keinerlei Schadsoftware eingeschleust werden kann. Weil jeder kann sich vorstellen, wenn ein produzierendes Unternehmen zum Stillstand kommt, wie rapide schnell der Verlust in die Millionen geht. Ja. Kommen wir eigentlich jetzt zur Kernfrage. Es geht um die Darstellung, bei 7 Fragen, 7 Antworten geht es um die Darstellung eines Use Cases. Könntest du uns eine, wenn möglich, österreichische Referenz nennen, warum sie sich für euch entschieden haben? Das heißt, wo hat der Schuh gedrückt? Was war so die Aufgabenstellung? Ja, wie habt ihr es gelöst und was hat es dem Kunden tatsächlich dann wirklich gebracht? Ja. Das ist, ich werde sehr oft gefragt, weil ich ja sehr viel unterwegs bin in der Partnerlandschaft. Und er sagt, naja, gut, okay, aber wie kann ich das jetzt wirklich, wie kann ich das jetzt wirklich jemand näher bringen? Also das würde mir aus deiner Sicht interessieren. Ja, sehr gerne. Und zwar, wir sind da ganz stark in Abstimmung mit dem österreichischen Roten Kreuz. Konkret ist es der Landesverband für Oberösterreich. Da schaut so aus, das Rote Kreuz ist ja eine humanitäre Organisation, ja, das heißt, wir dürfen auf verbaler Kommunikation referenzieren, von einer visuellen Logodarstellung ist aber abgesehen. Ja. Schaut jetzt so aus, ein paar Eckdaten zum Roten Kreuz, die haben sage und schweige 24.000 Bedienstete in Oberösterreich, ja, davon aber 22.000 auf freiwilliger Basis. Also das ist klassisch freiwillig engagiert im Rettungsdienst. Und das Ganze wird in Oberösterreich abgebildet auf rund 87 Bezirks- und Ortsstellen. Ja. Okay. Das ist auch gleich das Thema, wo dem Roten Kreuz der Schuh gedrückt hat, wenn man es so formuliert. Ja, ja. Weil wir haben hier die Herausforderung einer breit gefächerten IT-Landschaft. Ja. Es muss die Verwaltung und der Zugriff von und auf Daten gewährleistet werden. Vorbeugen oder agieren oder handeln bei aufkommenden Sicherheitslücken und gleichzeitig aber auch die User Experience hochhalten. Ja? Ja, ja, ja. Was in dem Zusammenhang vielleicht für Aufgaben oder Herausforderungen für das Rote Kreuz war, das ist zum einen die zentrale Bereitstellung von Windows-Applikationen und Desktops, ja? Standortübergreifendes Endpoint-Management, okay. Aber auch Flexibilität und unlängst zu vergessen die jüngsten Ereignisse im Thema Covid-Pandemie-Bekämpfung, als auch beim Ukraine-Krieg, wo das Rote Kreuz mit Infrastrukturschaffung beschäftigt war. Ja. Okay. Die Mehrwerte jetzt konkret, was sehr wichtig sind, durch die eingesetzten Eagle Endpoints, oder besser gesagt powered by Eagle Endpoints, weil es ist ja nicht nur immer der Eagle SIM Client, der eingesetzt wird, hat das Rote Kreuz hier ein deutliches Mehrwert an Funktionalität im Remote Management bekommen. Ja. Das heißt, wir haben vorher gehört, wir haben sehr viele Orts- und Bezirksstellen, ja. Es muss nicht jeweils vor Ort eine IT-Fachkraft sein. Wir haben das zentrale Remote Management. Sie bekommen Flexibilität beim Zugriff auf die Windows-Desktops. Flächendeckend steht der Zugriff auf die IT-Ressourcen zur Verfügung. Das Rote Kreuz hält damit die User Experience hoch und stellt auch bei Sicherheitslücken die Möglichkeit her, hier schnellstmöglich mit zentral bereitgestellten Software-Updates hier die Lücken zum Schließen.
Ja, das heißt, eigentlich seid ihr eigentlich ein guter Ansprechpartner für den klassischen IT-Dienstleister, weil wenn du sowas zur Verfügung stellst. Durchwegs auch, ja. Also dieses Anwendungsgebiet tritt sehr oft in Kraft, ja, weil einfach hier auch in gehosteter Variante hier zentrales Management bedient werden kann. Ja, sehr gut. Die Frage, die sich mir immer stellt und was mich auch immer interessiert, was auch unsere Zuseherinnen und Zuseher interessiert, so ein bisschen der Blick in die Zukunft, ich sage immer das Glaskugelspiel. Wie seht ihr generell oder wie siehst du die Firma Eagle in, sagen wir, 3 bis 5 Jahren? Ich weiß schon, es ist ein bisschen, man kann es nicht immer einfach beantworten, aber grundsätzlich, also es wird ja so gewisse Roadmaps geben. Wie seht ihr das grundsätzlich, den Markt? Genau, also in die Glaskugel wollen wir natürlich alle tief hineinblicken können. Meine persönliche Einschätzung dazu ist, dass die Tendenz der Windows-Desktops nur mehr virtuell bereitgestellt wird und das über ein Broker-Betriebssystem wie unser Eagle OS, der den sicheren Zugriff auf dann die Applikationen und Daten bereitstellt. Sehr viel wird sich in unserem neuen OS-Release, in OS 12 nächstes Jahr bewegen, ja, wo wir ganz einfach noch mehr modularen Aufbau reinbekommen, noch mehr Flexibilität beim Onboarding, ja, jetzt, wenn wir gerade davon gesprochen haben, von Remote-Standorten mit einbinden, ein leichteres Onboarding für die IT und für die Endgeräte oder den User. Und deutlich mehr wird es zu diesem Content dann auf unserer nächsten Disrupt in München wieder geben, ja, wo wir das Ganze genauer vorstellen werden. Sehr schön. Gut, Michael, dann sage ich vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Einer ebenso, danke. Das war unsere heutige Ausgabe 7 Fragen, 7 Antworten mit der Firma Eagle. Schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.